Hallo Familie! Ich hatte schon Schweißperlen auf der Stirn. Ich dachte, ich muss nach Handtuch Heiko auftreten. Gott sei Dank nicht. Ich will mich wieder mal beim Orga-Team bedanken, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, hier ein bisschen Druck abzulassen. Und dann möchte ich unserem Reinhard Schulz noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ich habe heute meinen dicken Anorak wieder rausgeholt. Ich will jetzt nicht angeben, aber ich bin einer der wenigen, die die Politik dieser Verbrecherregierung der Grünen durchschaut hat. Ich hätte auch vorher sagen können, dass Atomstrom die Netze verstopft. Das weiß doch jeder. Und jetzt habe ich auch die Klimaerwärmung begriffen. Deswegen der Anorak, es wird kälter. So, ich muss leider ganz kurz was zur Schuldemo sagen. Bitte versteht das nicht falsch. Ich werde das auch weiterhin unterstützen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dort ein totes Pferd reiten. 80% der Deutschen sind verblödet, das habe ich ja schon mal gesagt. Und das trifft auch in dieser Schule anscheinend zu, weil da keine Eltern aufkreuzen, keine Kinder aufkreuzen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und ein kleiner Hoffnungsschimmer, wie gesagt, ich werde das weiterhin unterstützen. In Nordrhein-Westfalen, im Ennepetal-Kreis, hat man festgestellt, dass die Inklusion gescheitert ist. Dort wird eine neue Förderschule gebaut. Also aufgeben ist keine Option, aber wir müssen mehr werden und vor allen Dingen aus den Schulen. Ich bin der Meinung, wenn diese Kinder nicht vernünftig betreut werden, dann haben wir die Bürgergeldempfänger von morgen und das darf doch nicht im Interesse unserer Regierung sein. Ich habe im Westen gearbeitet, ihr wisst das alles, ich war jahrelang Schichtführer und diese Leute, die man angelernt hat, die ehrlich und anständig waren, die haben ihren Job besser gemacht wie alle anderen. Aber man muss den Leuten auch die Chance geben und dazu gehört gute Ausbildung. So, ich habe dich gesehen, ich komme ja ein bisschen später, weil ich unseren Hund spritzen muss, der ist zuckerkrank. Das ist kein Witz, da wird nicht gelacht. Ich habe die NDR-Damen nicht gesehen. Sind heute nicht da, ne? Gut, dann muss ich das trotzdem sagen. Wir haben mit diesen Damen gesprochen, während des Aufmarsches und danach. Was ich festgestellt habe, ist, dass diese Damen von allgemeiner Politik, ich sage nur mal zwei Begriffe, Klaus Schwab und Professor Sucharit Bhakti, diese Damen haben von Tuten und Blasen keine Ahnung und für Tuten kann ich mich 100% hinstellen, den Rest müssen wir lassen. Vielleicht sehen die Damen auch die Videos, deswegen mache ich diesen Punkt weiter. Diese Damen sollen einen Podcast erstellen über Demos in Ostvorpommern und da habe ich den Vorschlag, die sollen Podcasts machen über verblödete Politiker, da haben wir einen Kandidatenüberschuss. Ein Podcast über pharmagesteuerte verbrecherische Ärzte, über politikgesteuerte Medien und politikgesteuerte Gerichte. Meine Damen, bitte sprechen Sie mich an! Meine Damen, bitte sprechen Sie mich an. Meine Ratschläge und Tipps sind komplett kostenlos und gut gemeint. Allerdings kann das Befolgen dieser Ratschläge für Sie in die Arbeitslosigkeit führen. Entscheiden Sie sich bitte zwischen Arschkriechen und Mut zur Wahrheit. So, ich gucke ganz selten Öffentlich-Rechtliches, das hat mir gefallen. Die Ampel, eine Abrechnung von Christoph Sieber im ZDF Mitternachtsspitzen. Ich lese schnell, damit es nicht so lange dauert, aber so kalt ist es ja heute nicht. Ich habe gedacht, stehen mehr Bänke da, weil das ungefähr 2 Stunden dauert, aber ich beeile mich. Wir müssen langsam ehrlich sein. Die Ampel ist eine riesige Enttäuschung für viele, auch für mich. War sie die Hoffnung in schwierigen Zeiten. Hoffnung, dass sich das Soziale der SPD mit dem Klimaschutz der Grünen und den Interessen der Porsche-Fahrer verbinden lassen würde. Die Ampel war die Chance, dieses Land in die Zukunft zu führen. Diese Chance hat sie gnadenlos verkackt.
Die Ampel schafft es immer wieder aufs Neue, das Unangenehme mit dem Unnützen zu verbinden und dabei das Sinnlose nicht aus den Augen zu verlieren. Da trifft man sich alle paar Wochen zur Paartherapie und merkt dann, Mist, wir sind ja zu dritt. Die FDP weiß nicht, wohin sie will, ist aber als Erste dort. Das Problem ist, SPD und Grüne wissen auch nicht so genau, wohin sie wollen, aber da ist schon die FDP. So, jetzt ein bisschen was zu den Klimalügen, die hier verbreitet werden. Ich muss mal diese HAARP-Systeme ansprechen. Viele wissen vielleicht nicht, worum es geht, aber das Eis der Arktis schmilzt nicht von alleine und schon gar nicht durch CO2. Sie wird seit 1974 mit ELF-Wellen beschossen. Durch Zusammenarbeit der USA mit den Sowjets im Vertrag von Vladivostok, das ist ein Geheimvertrag, beschrieben im Buch The Cooling von Lowell Ponte. Zur Erinnerung, in den 70ern wurde eine Eiszeit angekündigt. Chemtrails und HAARP gehören zum Wahnsinn der möchtegern Götter, die in Militär, Wissenschaft und Politik daran arbeiten, die Welt zu beherrschen und dabei in Kauf nehmen, die Erde zu vernichten und unser Leben zu gefährden oder sogar zu zerstören. Russen und Amerikaner wollten an die Bodenschätze der Arktis. Alle Claims sind bereits abgesteckt für Öl, Gas und andere Materialien, unter anderem Gold. Die Hälfte der Arktis ist bereits abgeschmolzen. Es gibt weltweit ca. 2 Dutzend HAARP-Anlagen, um die obere Atmosphäre-Schichten aufzuheizen. Eine Anlage steht in Marlow bei Rostock. Das Max-Planck-Institut ist federführend bei diesen Anlagen, unter anderem in Grönland und Norwegen. Das sogenannte HAARP-Projekt heizt mit gigantischen Energieschleudern bis zu 100 Milliarden Watt die Ionosphäre auf. Damit kann man eine Nation auf einem Bein tanzen lassen. Krebsinformationen. Oder andere Krankheitsformationen weltweit übertragen, und zwar punktgenau. Man kann eine Stadt in den Wahnsinn treiben, das Wetter beeinflussen, den Erdpol verschieben, Erdbeben auslösen und so weiter. Und jetzt habe ich ganz kurz an die Türkei gedacht, ich weiß gar nicht warum. Es gibt eigentlich nichts, was man damit nicht machen könnte. Leider ist mein Englisch sehr schlecht. Ich habe das ins Deutsche übersetzt. Das ist ein sogenanntes hochfrequentes aktives Polarlichtforschungsprogramm, so nennt man das. Die Quelle, die ich hier benutzt habe, ist von 2017 Querdenker TV. Sympathischer Sender. Offiziell werden hochfrequente Strahlen in die Ionosphäre geschossen, um durch die Erwärmung in ca. 100 Kilometer Höhe eine künstliche Plasmawolke zu erzeugen. Diese wirkt dann wie ein Antennenreflektor. Hier werden sogenannte ELF-Wellen erzeugt. Nur diese Wellen besitzen die Fähigkeit, Wasser zu durchdringen. So kann man mit abgetauchten U-Booten kommunizieren. Für die Erzeugung von ELF-Wellen bräuchte man eine über 100 Kilometer hohe Antenne. Man kann so auch unterirdische Bunker und so weiter aufspüren. Die Klimapolitik der Ampel Deutschland ist der Geisterfahrer und wundert sich nicht, warum alle anderen entgegenkommen. Auch Dummheit muss man sich leisten können. Wir werden verarscht auf höchstem Niveau. Es ist, wie gesagt, eine Klimalüge. Die Eisbären sterben aus. 1950 gab es ca. 5000 Eisbären. 2022 waren es 25.000. In der Erdgeschichte gab es Zeiten mit 3 bis 10 Mal so viel CO2 wie heute. Klimawandel gab es immer und er hatte immer natürliche Ursachen. Kohlendioxid, die durch die Industrie, soll verantwortlich sein für den weltweiten Temperaturanstieg. Wo sind die Beweise? Für alle Grünen und deren Wähler. Der CO2-Gehalt der Luft liegt aktuell bei 0,04%. In den letzten Jahrzehnten lag er bei 0,03%. Und jetzt aufpassen, sinkt der CO2-Gehalt der Luft unter 0,02, beginnt das Pflanzensterben. Annalena Ricarda Robert, eine Berufsausbildung hätte euch helfen können. So, noch ein paar kurze Infos. Ihr wisst ja, der Bundestag lehnt den Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Verbrechen ab. Das muss man sich mal überlegen. Der Antrag kam von der AfD.
Ich bin Rentner, ich habe geguckt und da hat der von der AfD einen von der CSU angesprochen. Ja, sie haben doch gesagt, dass das aufgearbeitet werden muss. Und da hat er gesagt, ja, der Antrag von Ihnen, das war so komische Musik, da kann ich nicht zustimmen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall wird von den USA finanziert und vor der Düsseldorfer Zentrale weht die amerikanische Flagge. Vorstandsvorsitzender Armin Pappberger zur Berliner Zeitung. In der Ukraine, der aktuelle Gewinntreiber, will der Technologieführer ein neues Panzerwerk errichten. Zitat, denn der Krieg dort und das Territorium, um das Territorium ganz zurück zu erobern, wird noch lange dauern. Zitat Ende. Selbst wenn Putin eines Tages weg sei, wird mit Russland wohl keine Partnerschaft mehr möglich sein. Unser Kriegsminister Pistolenschuss wirbt dafür, an der polnischen Grenze zur Ukraine eine Panzerreparaturwerkstatt zu errichten, um die defekten ukrainischen Panzer zu reparieren. Die sächsische Landesregierung, um mal den Irrsinn hier ein bisschen abzulenken, hat 2022 für Auslandsreisen 443.000 Euro ausgegeben. Der Bund der Steuerzahler hat das moniert, weil keine Nachweise vorliegen. Wir haben überall da oben ein Tasche voll Asche Gewinnspiel mit unserem Geld. Ich frage mich nur, warum ist das deutsche Volk so verblödet? Guckt euch hier an, überall werden es weniger, nur bei uns werden es nicht mehr. So, unsere drei abgeschalteten Atomkraftwerke, die sind jetzt vom Stromerzeuger zum Stromfresser geworden. Ja, die Brennstäbe müssen noch jahrelang mit Wasser gekühlt werden. Das kostet. So, ich hoffe, ich bin fertig gleich. So, noch eine Meldung aus dem Irrenhaus. In Nordrhein-Westfalen wurden die Abiturprüfungen wegen IT-Problemen verschoben. Man konnte die Unterlagen nicht runterladen. Das geht ja noch. Der Ersatztermin 21. April. Und jetzt aufpassen, das ist der letzte Tag vom Ramadan, ein hoher muslimischer Feiertag. Muslime konnten auf Antrag freinehmen. Ich habe nichts gegen irgendeinen Glauben. Ich glaube, dass neben der Bundesregierung auch die Landesregierungen völlig bescheuert geworden sind. So, jetzt was Positives. Die sogenannten BRICS-Länder. Wer nicht weiß, was das ist, B, Brasilien, R, Russland, I, Indien, C, China, S, Südafrika. Die BRICS-Länder haben zum ersten Mal die G7-Staaten beim globalen Bruttoinlandsprodukt überholt. Glückwunsch nach Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. So, da drüben auf der linken Seite, wo ihr immer vorbeilauft, da gibt es einen Laden, da arbeitet jemand, der nennt sich Schuster Olaf. Da habe ich was machen lassen bei ihm und ich kann den Mann nur weiterempfehlen, geht dahin. Wenn ihr eure Sachen abholen wollt, der kann sich daran erinnern, dass ihr sie abgegeben habt. So, euch alle muss ich einen neuen Titel verleihen. Ihr seid jetzt keine Verschwörungstheoretiker mehr, ihr seid Verschwörungspraktiker, weil sich praktisch alles bewahrheitet hat, was eine Verschwörungstheorie war. Herzlichen Glückwunsch, Leute. So, als Abschluss, ich bin nicht so dafür, persönliche Sachen hier zu machen, doch das muss ich einfach, ich will euch daran teilhaben lassen. Ich habe ja gemerkt, was unsere Regierung will, insbesondere die Grünen und die anderen Bekloppten. Und da haben wir uns was einfallen lassen, meine Frau und ich. Wir scheren unsere beiden Hunde, das sind zwei Pudel, jetzt immer im Garten. Und diese Haare holen sich die Spatzen, um ihre Nester mit einer vernünftigen Wärmedämmung auszustatten. Meine letzten Worte gelten Robert Habeck. Ich muss jetzt sagen, Robert, du hast mich inspiriert. Bitte rufe mich an. Wir müssen uns persönlich kennenlernen.